leider, es ist schon Sonntag. Das bedeutet, dass das heute das letzte Video aus meiner Videowoche ist. Ja, es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich würde so gerne jeden einzelnen Tag ein Video für euch hochladen, aber es ist einfach auch so viel Arbeit. Oh mein Gott, ich weiß jetzt erstmal, was es bedeutet, jeden Tag ein Video hochzuladen. Das ist echt krass, aber es macht so viel Spaß. Also ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß und die Auswahl an Videos hat euch gefallen. Wenn dem so ist und ihr gerne wieder eine Videowoche möchtet, in meinen nächsten Semesterferien vielleicht, dann vergesst nicht, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben und meinen Kanal zu abonnieren. Dann verpasst ihr das auch nicht. Und ja, also ich hätte wirklich sehr, sehr große Lust, das nochmal zu machen, wenn ihr auch Bock habt, dann lasst mich das auf jeden Fall wissen. Im heutigen Video möchte ich euch gerne ein paar Produkte zeigen, die etwas teurer sind als jetzt so die normalen Drogeriesachen und euch sagen, ob die meiner Meinung nach ihr Geld wert sind. Ich habe mal ein Video Products Worth the Hype gemacht. Das kann ich euch mal unten in den Infos verlinken, wo ich einfach gesagt habe, ob diese Produkte, ob ich finde, dass dieser ganze Hype und dieses ganze Brimborium, was darum veranstaltet wird, ob sie das wert sind sozusagen. Ja. Und im heutigen Video möchte ich einfach gucken, ob der Preis gerechtfertigt ist. Vorneweg muss man dazu erstmal sagen, natürlich ist irgendwie ein utopischer Preis von über 30 Euro für ein paar Gramm nie gerechtfertigt. Also das ist ja erst schon mal sowieso sowas, wo man sagen muss, ja. Grundvoraussetzung ist natürlich, dass man eine gewisse Bereitschaft hat oder hätte teilweise, Geld auszugeben und auch viel Geld auszugeben für bestimmte Sachen. Ja, also so viel erstmal dazu, bevor jetzt alle gleich schreien, oh mein Gott, das ist es nie wert, egal was das für ein Produkt ist. Das kann ich nämlich auch verstehen, aber ja, also, ne? Okay, und dann würde ich sagen, wir legen jetzt einfach los und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Wenn ihr meine Videos schon eine Weile guckt, dann wisst ihr, ich liebe Drogeriekosmetik. Meine allerliebste Marke ist eigentlich, glaube ich, Catrice. Ich finde, die haben wahnsinnig schöne Sachen und eine gute Auswahl und die Sachen sind in einer tollen Qualität und das ist eigentlich auch so das, was ich privat am meisten benutze. Ich habe mir ein paar Sachen schenken lassen, ich habe was zugeschickt bekommen und ich habe mir selber was gegönnt. Und diese Sachen zeige ich euch jetzt. Das erste, was ich euch zeige, habe ich mir selber gekauft und zwar ist das von MAC. Das Prep and Prime Puder. Das ist einfach ein transparentes Puder. Ich habe da noch so ein kleines Schwämmchen reingemacht. Das ist nicht dabei. Ist einfach, ja, transparent, deswegen weiß, ne? Die Verpackung ist so schwarz, hat hier noch einen kleinen Spiegel. So, ja, einfach so ganz normal. Das war mein erstes MAC-Produkt. Und da hatte ich meinen Kanal schon ungefähr über ein Jahr. Und habe dann irgendwann mal so unter Hadern, ich habe ewig überlegt, mir das hier gekauft. Kostet bei Douglas 25 Euro. Ich muss gerade mal schauen, da sind 6,3 Gramm drin. Also das ist natürlich ein Witz. 25 Euro für 6,3 Gramm. Oh mein Gott, aber es kommt noch schlimmer, ihr werdet es noch sehen. Also erstmal ist das eine Heidenstange Geld. Jetzt muss ich aber dazu sagen, wie ich das benutze. Ich benutze das nur, um meinen Concealer zu setten, weil ich das für ein wahnsinnig gutes Setting-Puder halte. Und ich habe das immer bei Vanya gesehen und war dann so am Überlegen. Und dann, ja, irgendwann habe ich es mir dann bestellt. Wie ich das auftrage, ich habe es erst immer mit dem Pinsel gemacht, aber irgendwie, ich weiß nicht, dann hat mir das nicht mehr so gut gefallen und wie ich es jetzt mache, wie ich es jetzt im Moment sehr toll finde, ist erst den Concealer einklopfen mit dem Finger und dann gehe ich einfach mit meinem Ringfinger hier ein bisschen rein und klopfe dann das Puder einfach unter meine Augen. Fertig. Und für mich ist das einfach optimal. Das macht so ein weiches Hautbild, also nicht so faltig und trocken irgendwie, sondern sieht irgendwie so weich aus und so glatt. Und das, ja, finde ich einen wahnsinnig schönen Effekt. Wenn ich das wirklich jetzt nur dafür benutze, nur mit meinem Finger, dann hält mir das ja Jahre. Also Jahre. Ihr könnt es euch vorstellen, ne? Deswegen finde ich, 25 Euro sind wahnsinnig viel, aber ich möchte es eigentlich auch nicht mehr missen, weil es mir sehr, sehr gut gefällt. Und deswegen finde ich, es ist es schon wert, auch wenn es viel Geld ist, aber ist es irgendwann leer, ich werde es mir nachkaufen. Das nächste ist auch von MAC, habe ich geschenkt bekommen und zwar vom Philipp, weil er wusste, dass ich mir das wünsche, weil ich es ungefähr 1000 Mal erwähnt habe und weil ich, ja, ich weiß nicht, ich war einfach zu geizig, mir selber zu kaufen. Es handelt sich um einen Lidschatten. Es ist wirklich, also manche haben eine ganze Sammlung. Das ist mein erster und einziger MAC-Lidschatten. Also ich habe wirklich nur diesen einen und das ist MAC Club und ich finde, das ist halt einfach eine Farbe, die gibt es halt einfach so nicht, ne? Also Come on Chameleon von Catrice wurde jetzt aus dem Sortiment genommen, deswegen, ich weiß nicht, ich kenne da keinen Typ sonst zu. Also kennt ihr eins, dann könnt ihr es gerne in den Kommentaren lassen. Und das ist einfach eine Farbe,
die kann man einfach mit Worten nicht beschreiben. Also jetzt sieht es so grau aus, auf dem Auge wird es aber braun und je mehr man es schichtet, dann hat es so einen holographischen Effekt und schimmert grün. Also ist einfach komplett krass und ja, deswegen finde ich das halt bei solchen Sachen, also 18,50 Euro oder so kostet er, glaube ich, ne? Also wenn man keinen Refill kauft, sondern in diesem Töpfchen. Ich weiß nicht, für solche Farben, finde ich, kann man hin und wieder das Geld investieren. Für Farben, die es in 100.000-facher Ausführung, in guter Qualität auch in der Drogerie gibt, auf keinen Fall. Also das sehe ich überhaupt nicht ein. Aber diese Farbe hier, ich liebe den einfach und den finde ich wahnsinnig geil irgendwie. Und den werde ich mir auch auf jeden Fall nachkaufen. Sollte der irgendwann mal leer sein, was er wahrscheinlich auch niemals sein wird. Aber ja, also das finde ich ist auch auf jeden Fall sein Geld wert. So, und dann habe ich mir selber noch was gekauft, also zusammen mit dem MAC-Puder bestellt bei Douglas. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann habt ihr es gesehen. Da habe ich damals ein Bild gepostet, das war so mein Weihnachtsgeschenk an mich selber. Eins der vielen, vielen Weihnachtsgeschenke an mich selber. und zwar ist das eine Augencreme von Clinique. Und die habe ich mir gekauft, weil ihr seid schuld. Ihr habt mich damit so angefixt. Nachdem ich mal erzählt habe, dass ich so trockene Augen habe und so trockene Haut und so. Dann haben so viele diese hier empfohlen. Und zwar ist das die All About Eyes Rich Cream von Clinique. Da sind 15 Milliliter drin. Milliliter, ja. Und die kostet bei Douglas 34,99 Euro. Ja, da blutet einem doch das Herz. Was könnte man mit 35 Euro alles machen? Man könnte sich eine Augencreme kaufen. Verspricht hier, Augenringe zu reduzieren und geschwollene Augen und so weiter. Ich habe sie schon gut benutzt. Also ich benutze sie morgens und abends. Aber also man sieht schon eine coole, ne? Ich gehe immer nur ganz leicht mit dem Ringfinger ein bisschen rein und klopfe das dann ein und bla bla bla, so wie man halt Augencreme benutzt. Ja, also ich muss sagen, bei diesem Produkt, es ist auf keinen Fall schlecht und ich mag es sehr gerne. Aber 35 Euro für 15 Milliliter sind halt echt ein Preis, ne? Und deswegen, auch so sehr ich sie mag und ja, aber ich muss einfach gestehen, es ist kein Wundermittel. Und ich finde nicht, dass jetzt meine Augenhaut so, wow, unvergleichlich schön, wie sie noch nie in meinem Leben war geworden ist oder so. Also, ich weiß nicht, diesen Effekt hat sie bei mir einfach leider nicht gemacht. Deswegen muss ich sagen, ich wäre zu geizig, sie mir nochmal zu kaufen. Ich habe nämlich eine andere Augencreme, beziehungsweise die gehört meiner Schwester und meine Mama hat auch eine. Und zwar von Sebamed. Das gibt es beim DM zu kaufen. Da steht Anti-Aging Augencreme mit Hyaluron-Komplex mit Q10 und feuchtigkeitsspendenden Phytopeptiden. Ja. Ich habe nämlich so meine Abschminktücher gewechselt gehabt und habe so so ganz, ganz trockene Haut gekriegt und zwar auf meinen Augenlidern hat sich's geschuppt. Oh mein Gott, wie ekelhaft. Und da hat diese Creme gar nichts gebracht. Nichts, obwohl man so denkt, oh, die ist so rich und bla und nichts. Also nichts. Ich habe das tagelang drauf gemacht. Dann habe ich diese hier ausprobiert und das war innerhalb von 2 Tagen waren alle Schuppen weg. Also deswegen, das ist jetzt so mein neuer Liebling. Ich werde natürlich diese hier leer machen und ihr nicht fremd gehen. Aber ich muss sagen, in Notfällen greife ich auf diese hier zurück. Und wenn meine Klinik leer ist, dann kaufe ich mir diese. Die kostet, glaube ich, zwischen 8 und 9 Euro. Ist natürlich jetzt auch nicht so ein Balea-Preis von 2 Euro, ne? Aber diese hier macht wirklich ihren Job, während diese hier da ein bisschen versagt hat. Deswegen, liebe Klinik-Creme, liebe Klinik-Creme, du bist leider dein Geld nicht wert. So, dann habe ich noch so eine Box voll Gold und zwar ist es der Hoola Bronzer von Benefit. Da sind 8 Gramm drin und der kostet so zwischen 2 und 33 Euro, also 32 noch was, glaube ich. Ist natürlich auch eine ganze Menge, ne? Also ist schlimmer noch als die Creme, finde ich. Kommt mit so einem kleinen Pinselchen, was totaler Mist ist, meiner Meinung nach. Und einem Spiegel und sieht so aus. Und da, also das habe ich geschenkt bekommen zu Weihnachten, deswegen ist es nicht so schmerzlich, ne, wenn man es, als wenn man es selber gekauft hätte. Der ist einfach perfekt. Also da kann ich nichts sagen. Ich habe nichts Vergleichbares in der Drogerie bisher gefunden. In der Drogerie, die sind einfach noch ein Ticken orangestichiger als dieser hier oder haben Glitzer drin, lassen sich nicht so schön verblenden. Und der hier, der zeichnet einfach so eine ganz natürliche Kontur und gibt dem Gesicht so ein bisschen Wärme und ich liebe den einfach. Also ich möchte den nicht mehr missen und bisher habe ich einfach wirklich keinen guten Ersatz gefunden. Diese 33 Euro, das ist auch wieder so ein vieles Schweinegeld, aber
Der wird auch lange halten. Also hier ist noch nicht mal eine Kuhle drin und den habe ich seit Weihnachten und ich benutze den auch fast täglich, um mein Gesicht so ein bisschen zu konturieren und so ein bisschen hier oben und so ein bisschen Wärme in das Gesicht zu zaubern, wenn es draußen so widerlich ist wie jetzt und regnet und so. Ja, also der, muss ich sagen, ist mir jeden Penny wert und den würde ich mir auch selber nachkaufen, weil ich einfach finde, dass das einfach so für mich ein optimales Produkt ist. Ich kann mich gerne, wenn ihr möchtet, nach einem ähnlichen auf die Suche machen in der Drogerie oder so. Also wenn ihr daran Interesse habt oder wenn ihr selber ein gutes, richtig gutes Dupe kennt, also was sich auch so schön verblenden lässt, weil das ist was, was diesen hier ausmacht, meiner Meinung nach, dass er einfach so... Ja, das wird einfach so weich. Dann lasst das auch unten in den Kommentaren da. Aber ansonsten muss ich sagen, der ist auf jeden Fall sein Geld wert. Und ganz zum Schluss habe ich für euch noch ein Produkt, was ja in den Himmel gehypt wurde. Ich habe es zugeschickt bekommen, das heißt, ich habe das nicht selber bezahlt. Aber konnte es dann halt einfach testen und ein Video drüber machen, wenn ich Bock habe oder auch nicht. Und zwar handelt es sich um die Clarisonic Mia 2 Bürste. Also ihr kennt bestimmt jetzt schon zigtausende Videos zur Clarisonic Bürste, falls nicht. Das ist einfach eine Gesichtsbürste, die elektronisch funktioniert. Also ihr macht sie an, man macht dazu diesen Deckel hier natürlich ab. Dann hat sie hier so einen Bürstenkopf und der dreht sich dann und sind so ganz feine Härchen. Und dann machst du da Waschgel drauf und fährst du ganz leicht über die Haut, entfernt die Haut von Make-up, reinigt, Poren tief und was weiß ich nicht alles. Ich glaube, ich teste die jetzt schon seit Ende November, also schon ein paar Monate. Ich werde mir jetzt bald einen neuen Bürstenkopf kaufen, weil man das alle 3 Monate machen sollte. Und ja, noch kurz zum Preis. Die kostet 149 Euro. Oh mein Gott. Also, ich muss sagen, ich glaube, gekauft hätte ich sie mir nicht. Ja. Ich finde sie auf jeden Fall total gut und ich liebe sie jetzt in meiner Gesichtspflegeroutine. Also ich schminke mich abends ab, auch mit Waschgel und allem drum und dran, bin dann eigentlich schon fertig und mache dann aber nochmal Waschgel auf meine Bürste und fahre mir dann damit übers Gesicht, um so wirklich das allerletzte rauszukriegen. Und das funktioniert für mich sehr, sehr gut. Ich habe mir eigentlich erhofft, dass meine Poren um die Nase rum sich ein bisschen verfeinern. Ich habe so Mitesser am Kinn, die sieht man nicht, wenn ich jetzt so normal vor einem stehe, auch ungeschminkt. Aber wenn ich so mache, dann sieht man die. Und das finde ich total ätzend. Ich habe mir gewünscht, dass die weggehen. Sie sind nicht weggegangen. Also das hat die liebe Mia nicht geschafft. Sie schafft es gut, mein Make-up runterzukriegen und so irgendwie meine Haut von allem zu befreien. Ich habe so wenig Hautprobleme, außer wenn ich total im Stress bin oder irgendwie mich kacke ernähre oder neue Haarprodukte ausprobiere, dann ist es auch, dann schafft das auch die Mia nicht. Aber ansonsten so von verstopften Poren oder so, da ist nichts wegen Make-up und so weiter, weil die ihren Job wirklich sehr gut macht. Das Gesicht fühlt sich danach total sauber an, also da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Aber ja, also so meine ganzen Erwartungen, die ich hatte, vielleicht waren die auch viel zu hoch, die hat sie nicht so ganz erfüllt. Und ich finde 149 Euro ist halt echt, das ist echt richtig krass. Ich bin mal gespannt, wie lange die mir hält. Also falls sie mir irgendwann mal kaputt gehen sollte, dann werde ich es euch sagen. Und wenn keine Garantie mehr drauf ist, dann schauen wir mal, wie lange sie gelebt hat. Also ja, sie ist zwar toll, aber... Ich weiß nicht, das ist so ein Produkt, da bin ich schon sehr zwiegespalten, weil einerseits mag ich sie total, aber der Preis, der spricht halt echt für sich, deswegen, das muss man dann echt entscheiden. Man kann sich es vielleicht wünschen, das wäre vielleicht ein Wunsch, den man haben könnte. Oder man gönnt sich irgendwann mal was. Naja. Und damit wären wir am Ende von diesem Video angekommen. Ich hoffe, es ist nicht zu lang geworden und hat euch interessiert und so weiter. Falls ihr noch irgendwelche Produkte habt, bei denen ihr sagt, die sind ihr Geld absolut wert und das ist eine absolute Empfehlung, mein heiliger Gral und ich liebe es über alles und kann nicht mehr ohne leben, blablabla. Dann lasst das unten in den Kommentaren da, weil ihr seht ja, ihr könnt mich immer erfolgreich anfixen, siehe Creme, ne? Und ja, dann sagt mir auch, wie ihr diese Produkte findet, die ich euch jetzt gerade gezeigt habe, ob ihr die gut findet, ob ihr die scheiße findet. Ja, da bin ich immer sehr drauf gespannt, das zu lesen. Ja, dann hoffe ich, dass euch dieses letzte Video aus meiner Videowoche gefallen hat. Wir sehen uns dann am Mittwoch wieder ganz normal zum Make-up-Mittwoch mit einem neuen Video. Und ja, es war sehr schön diese Woche mit euch und ich habe euch ganz doll lieb. Und ja, bis dann. Ciao. Was vielleicht nochmal machen, haben, wie auch immer, dass ich sowas nochmal mache. Nochmal. Ha! Schade, Mann, das war gerade so gut. Im heutigen Video möchte ich euch gerne zeigen, was ich finde, nein, beziehungsweise... Scheiße! Oh! Okay, ich mache einfach nochmal von vorne. Egal. Mache ich eine Pause, damit es weitergehen kann und dieser Teil schon mal safe ist. Und ganz zum Schluss habe ich noch für einen... Oh, Marie...